Der Ausweis eines Fremden. Der Name lautet K.A. Bianchi. Na, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so toll ist. Haben wir hier wieder eine tolle Scheibe oder sowas, wo wir was gegenhauen können? Nein, natürlich nicht. Kann ich hier runter? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hallo? Ich kann dir leider hier drin auch kaum was erkennen. Ah. Nicht. Gut, ich glaube, wenn wir hier zurückspringen, werden wir auf jeden Fall nicht drüber kommen. Doch, bis dahin kommen wir. Okay. Da oben ist so eine Scheibe, wo wir gegenschießen können. Und dann kommt diese Plattform. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich genau rechtzeitig ran. Damit es auch wieder zurückfährt. Habe ich mir fast gedacht. So, geht er hoch. Genau. Dann einmal hier links drauf. Hier einmal hochfahren, bitte. Etwas blockiert die Maschine. Was denn? Nochmal gegenschießen. Komm, nochmal. Bis es geht. Nicht? Ist schlecht. Wenn irgendwas die Maschine blockiert, was kann denn das sein? And what about these soldiers? The new law. I told you. Ah. When times change, men must change. We all make choices, Mr. Wayne. In chaos. Ja. Ach du Kacke. Ihr wollt mich echt verarschen hier. Na gut. Dann halt das Ganze nochmal hier. Ich hoffe nicht alles. Ah, schön. So. Schön durchrollen, genau. So muss es sein. So, jetzt hier nochmal. Natürlich nicht runterfallen, weil wir können ja immer noch nicht schwimmen. Okay. Dann können wir da rechts unten durch. Und das bringt uns hier so eine Kiste, die wir rausziehen können, damit wir oben hochgehen können. Okay, das kann ich. Ich glaube, ich schaff's. Na, nee, so kann ich nicht springen. Okay. Dann ist das schlecht. Dann zieh die Kiste. Ich drücke mir die falschen Knöpfe dafür. Darum klappt das nicht immer. Ich versuch mal. Nein, so nicht. Dann muss das wieder ein bisschen weiter ran. Ich versuche mal hier so einen Vorsprung. Vorsprung. Ja, guten Denglisch. Nee, so geht das nicht. Schade. Schade. Doch, dann komme ich da einfach hoch, aber ist nicht. Alles nicht so einfach, wie es aussieht. Was haben wir denn hier? Noch eine Seite aus dem Gesicht. Ja, okay. Nee. Immer diese kleinen Gedichte hier. Muss nicht sein. Das geht natürlich. Es ist halt nur die Frage, ob die jetzt weit genug, nah genug dran ist, meine ich natürlich. Ja, gerade so. Oh. Okay. Das war aber schon fast knapp. So, hoch. Klappt super. Ich hoffe, wir kommen auch irgendwann wieder raus aus der Kanalisation. Es wird zumindest immer heller, habe ich das Gefühl. Noch so eine Leiche. Innocent people who tried to look for a safe place during the Great War against the Shadows. They were crushed to death by a landslide caused. Schade. Hätte ich gerne geschafft da an die Leiter, aber wahrscheinlich muss ich da wieder pixelgenau springen. Dadurch, dass ich das immer so gut kann, ist das schlecht. Ne? Dann müssen wir von hier aus wieder. Okay. Aber das schaffen wir. Immer wieder ablassen hier. Durch da. Kiste rausziehen. Kommst du, Kiste? Kommst du mit? Nee, ich will nicht. Ich will nicht mit. Nein, lass mich hier. Lass mich hier. Oh Mann, jetzt hat mich ja doch mitgenommen. Ja. Siehst du wohl, Kiste, ne? Es gibt keine drin. So.
Ja, jetzt schaffe ich den Sprung nicht mehr. Natürlich nicht. Wieso denn auch? Leck mich. Dass er auch sofort ertrinkt. Er kann da nicht wieder hoch oder sowas. Nein. Na gut. Dann halt wieder durchdrehen hier. Und ab durch die Tür. Wieder die arme, arme Kiste hier mitnehmen. So in etwa müsste reichen, hoffentlich. Und wieder am Rad drehen. Extrem am Rad drehen. Na, oh, ist nicht wahr. Jetzt geht das wieder los. So wie in der einen letzten Folge hier. Wo wir stundenlang an einer Plattform immer herumgewalbt sind. Das gibt's nicht, ehrlich. So wenig Skill kann man nicht besitzen. Squidchen geht auf Dauer auch gar nicht auf die Nerven. Nein, das ist voll okay. Das macht jeder mal. Jeder quietscht mal rum. Oder auch nicht. So, komm, nochmal ein Stückchen. So. Ja, das war knapp. Das war verdammt knapp. Das war schon besser. Jetzt hoffe ich nur, ich finde noch einen Weg, wie ich da an die Leiter rankomme. Ich könnte von hier aus ranspringen. Nee, das schaffe ich niemals. Dann pixelgenau. Ja, mit pixelgenau klappt das. Okay. Jetzt haben wir zwar die Leiche da nicht nochmal aufgelesen, aber ganz ehrlich, brauche ich jetzt auch nicht. So, hier muss ich jetzt wieder aufpassen wegen der Ausdauer. Was ich ja beim letzten Mal da schmerzhaft gelernt habe. Jetzt mach doch mal deinen Walljump. Was soll denn der Mist? Oh oh. Okay, das geht noch. Das geht noch, das geht noch. So, hier wieder hoch. Und dann einmal hier. Machen wir ran an das Ding irgendwie. So. Nein! Nein, was macht er denn? Springt er einfach in den Tod, ohne zu springen? Das gibt's nicht. Okay, er fällt einfach in den Tod. Aber wir starten wenigstens von hier. Das ist schon mal etwas. Muss ich nach wie vor sagen, die Safe States hier sind sehr human gesetzt. Gefällt mir. Wobei, an manchen Stellen würde ich mir wünschen, dass ich so eine Kleinigkeit manchmal überspringen könnte. Aber das sind Kinkerlitze eigentlich. So. So, jetzt nochmal. Okay. Und nun? Ach, da ist ein Loch. Das ist gut. Löcher sind manchmal gut, müssen nur manchmal gestopft werden. Und jetzt ahne ich Schlimmes, jetzt ahne ich irgendwas mit Strom. Und mit Wasser. Das kann nicht gut gehen. Ja, komm, das kriegen wir hin. Das war der mächtige Stein des totalen Epos. Darum hat das jetzt funktioniert. Funktioniert noch immer nicht. Vielleicht steckt noch irgendwo was fest. Fragt sich nur, wo. Wer ist das? Oder was ist das? Ist das ein Schatten? Ich weiß nicht. Ah. Ich denke manchmal, hier ist eine Wand, aber es ist gar nicht eine Wand. Follow this path going up, up to the old subway station. When you get to the outside, look for the house that grows in the tree. Find my son before those men do. And I'll help you find the ones you care for. Ah, da steckt noch was fest, okay. I can activate the platform now. Nein, wirklich. Das ist ja unglaublich. Gut, und dann muss ich da wahrscheinlich überall durchrennen. Das kann ja was werden hier. Obwohl, kann ich das auch hier aktivieren? Nein, kann ich nicht. Wieso denn auch? So, dann dadurch. Und aktivieren. Ohne Aktimel.
Komm, geh da durch. Geh da durch. Wieso geht er da nicht durch? Und jetzt rüber rennen. Und da hätte ich ranspringen müssen. Ich dachte, auf diesen schmalen Grat kann ich noch laufen. Ey, so verwirrend manchmal. Achso, jetzt starte ich wieder hier. Okay. Ja, gut. So. Dann halt nochmal da dran und wieder zurück. I can't do it. Follow this path going up. Up to the old subway station. When you get to the house, look for the house that grows in the tree. Find my son before those men do. Laufen, springen! Oh, es war diesmal aber knapper als beim letzten Mal, habe ich das Gefühl. Hier fällt auch schon alles runter. Hier fühle ich mich auf jeden Fall nicht wohl. Ja, es gibt keinen neuen Weg hier hin. Aber hier kann ich durch. Da ist eine Leiche. Gucken wir mal ganz kurz. Der letzte Eintrag im Tagebuch eines Überlebenden, der sich im unterirdischen Bahnhof versteckt hatten. Anscheinend hatten sie jegliche Hoffnung auf eine Rettung durch die Armee verloren. Nein, wirklich. Ist ja schön. Sowas höre ich immer gerne. Ein Verbandskanzler. Wow. Like the rat said, we all make choices. He chose to build a nest down here in the aftermath of the war. Some might call it survival. Others denial. Na dann. Wir müssen jetzt hier irgendwie schnell weiter. Na, den habe ich gar nicht gesehen. Ach, komm schon. Komm, geh die richtige Richtung. Genau. So mag ich das. Hey, hier kann ich kommen. Ist natürlich scheiße, dass wir immer noch keine Waffe haben. Aber, wie soll ich denn die jetzt tot kriegen? Steine helfen da immer noch nicht. Und ich muss die Kiste verschieben. Aber vielleicht kommen sie ja hier mit. Ja, die kommen da auf jeden Fall nicht hoch, weil sie mal wieder zu doof sind. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Und dann kann ich dann da rüber und die Kiste da ganz in Ruhe rüberziehen. Ich glaube, ich schaff's. Und ja, sieht gut aus. Gut, jetzt bräuchte ich das Medikit aus der U-Bahn-Dings da. So, U-Bahn. Ohne Dings da. So, Gullideckel und auf. Nicht? House that grows in the tree. Those were the rat's words. Na dann suchen wir mal einen Baum und da drin das Haus. Na super. Kann ich hier? Nicht so. Wow. Das hat mich jetzt schon ein bisschen erschreckt. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt kann ich hier Walljump? Action. Wie? Ich bin nicht alleine. Erzähl doch so einen Mist nicht. Gut, aber wo kriege ich meine Waffen wieder her? Verdammt, ich hätte die Ausdauer regenerieren sollen. Ah! Fuhrenfahrer! Muss ich wieder laufen und laufen und laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. Ach komm schon. Oh nein! Oh, okay, gut. Ich gebe mich geschlagen. Na gut, dann halt jetzt normal durchrennen, aber halt vernünftig irgendwie. Erstmal. Eigentlich auch voll doof, hier voll unter den Glassplittern zu stehen. Müsste eigentlich auch schon dran sterben, aber ist okay.